fragst, wo drückt der Schuh? Ich sag heute nirgendwo, denn ich lauf barfuß, barfuß. Barfuß im Podcast. Gesund von Fuß bis Kopf. Mit den Barefoot Movement Coaches Yvonne Kort und Alexander Tock. Präsentiert von Go Free Concepts. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Barfuß im Podcast. Und heute könnte man sagen, machen wir eine Update-Folge. Wir werden nämlich nochmal über die AWO-Sandalen sprechen. Und natürlich, wie immer, wenn ich sage, wir sprechen darüber, begrüße ich hier für euch die liebe Yvonne. Hallo Yvonne. Hallo Alex, willkommen zurück aus dem Urlaub. Wir haben die AWO auf Herz und Nieren geprüft. Du im Urlaub, ich auf der Straße. Ja, genau. Und da wollen wir heute nochmal ein bisschen ausführlicher drauf eingehen, weil wir haben die jetzt noch einmal so richtig Härte getestet, kann man sagen, und ich auch. Ne, da gab es ja so leichte Engpässe, deswegen hatten wir erstmal nur ein paar zur Verfügung gestellt bekommen und ich kam jetzt endlich den Nachzügler und ja, ich bin auf meine Kosten gekommen, kann ich wohl sagen. Ja, vor allem haben wir jetzt beide Modelle. Ich habe ja den X-Trail, du hast den Ultimate. Ultim 8 geschrieben, deswegen den Ultimate. Ja, wie du sagst, ich war ja auf Reisen. Ach, übrigens, vielen Dank an euch da draußen für die tollen Rückmeldungen zu der Folge Barfuß auf Reisen. Wir haben sehr viele Nachrichten im Vergleich zu sonst dazu bekommen von Leuten, die das bestätigen konnten, die selbst aus erster Hand gleiche Erfahrungen gemacht haben in den USA, in Australien, von den Dingen, die wir berichtet haben. Und ja, vielen, vielen Dank dafür. Wir hören sowas natürlich immer gerne und bauen sowas bei Gelegenheit auch sehr gerne wieder ein. Ja, wie gesagt, ich habe auf Reisen meine X-Trail ja jetzt an der Ostsee getestet und dann auch tatsächlich gleich Grenzen überschritten damit. So kann man es tatsächlich sagen. So kennt man den Alex. So kennt man den Alex. Das Schöne ist, ich habe sie nicht kaputt gemacht. Ich wurde nur dezent darauf hingewiesen vom Christoph, dem Erfinder und Besitzer von AWO, mit dem wir ja in Kontakt stehen auch dazu und da gegenseitig uns Feedback und Rückmeldung einfach geben. Oder er hatte gebeten um unsere Rückmeldung, unsere Erfahrung und da standen wir in einem regen Austausch und da hat er mich nämlich direkt gewarnt, weil ich bin mit den Sandalen auch in die Ostsee hinein und dann da richtig schön durch die Ostsee gestromert und Sand und mach und tu und dann hat er mir nämlich gleich gesagt, Achtung, hier kommst du gegebenenfalls mit den Sandalen an eine Grenze, denn das Ratschensystem, also dieser Drehverschluss, ist da ein bisschen sehr empfindlich, was so Dreck und Salz und Sand angeht. Macht das besser nicht. Also direkt mal für euch da draußen, wenn ihr die Schuhe habt, vielleicht nicht unbedingt damit ins Meer gehen und Sandstrand ist vielleicht auch nicht das Beste. Da macht man, sollte man eh am besten barfuß laufen, deswegen ist egal. Aber ich wollte es ja nur mal testen. Also das ist vielleicht nicht so das Beste. Okay, also konntest du da auch feststellen, dass das den Schuhen geschadet hat oder hast du gesagt, okay, da ist eine Grenze, aber die war jetzt für dich noch gar nicht spürbar? Ich habe die Warnung zum Glück zeitnah vom Christoph gekriegt, weil ich es in der Instagram-Story hatte und dann schrieb er mir direkt nochmal, oh, vielleicht nicht so gut mit dem Salz und dem Sand und dann habe ich mir die Schuhe direkt geschnappt und habe sie unter Wasserhahn ausgespült mit leicht geöffnetem Drehverschluss, damit da die Salze und alles rausgespült werden. Deswegen hat der Schuh keinen Schaden genommen. Es kann auch sein, dass gar nichts passiert, aber die Wahrscheinlichkeit ist eben gegeben, dass der Schuh dabei kaputt geht. Und ja gut, dann Salzwasser hat fast überall ne Auswirkungen, richtig. Das ist so. Bei ja. Salz hört die Freundschaft auf. Genau. Ja. Und das Schöne ist aber, auf die Art und Weise konnte ich dann auch relativ gut testen, wie lange die Sandale braucht, bis sie wieder trocken ist. Okay. Ja, weil ich muss. Nee, tatsächlich ging das eigentlich. Ja. Also so nach 2 Stunden in der Sonne waren die Pumps trocken. Ich kann leider nicht sagen, weil ich es ein bisschen vergessen habe, ob sie vielleicht sogar früher schon trocken gewesen wären. Aber ja. Weil das kann ich auch bestätigen. Das fand ich auch enorm. Ne? Also ich hatte ja die Ultimate oder Ultimate und ich weiß jetzt nicht die genauen Unterschiede zwischen diesen Sandalen, die du hast und ja, ich habe. Die Untersohle und die Zwischensohle. Genau, weil das Fußbett, das fühlt sich so ein bisschen samtig an bei mir.
Das also der Fuß, auch. Der saugt sich richtig gut fest. Und ja. Da dachte ich auch, okay, wenn das gleich voller Wasser ist, dann hast du Spaß. Aber im Wasser waren die tatsächlich auch rutschfest. Und entsprechend schnell waren die auch wieder trocken. Also ich hatte die hier im guten Werteraner Matschwald. Ja, also wirklich auch mit viel feinen Sand und viel Wasser getragen. Ich habe die Warnung ja nicht gekriegt wie du, von wegen Achtung, Sand im Getriebe ist nicht so toll. Aber ich muss auch echt sagen, nach der nächsten Pfütze waren die wieder sauber, hielten trotzdem noch Bombe am Fuß. Ja. Und als ich zu Hause angekommen bin, waren die schon wieder trocken gelaufen. Bist du auch mal durch Matsch, richtig Matsch getrailt mit den Dingern? Ja, also ich habe die richtig bei meiner Trailrunning-Runde mit Hund angehabt, also richtig hier durch meinen Lieblingswald, wo es immer irgendwelche Pfützen gibt und wir hatten ja auch ein bisschen Regenphase in Werther. Ja. Also ich habe die richtig, richtig eingesaut, also richtig Schienbeinhöhe war ich im Schlamm. Okay. Die hielten, die nächste Pfütze waren sie sauber, hielten immer noch und nach der nächsten Runde Asphalt waren die Dinger wieder trocken. Ich hatte nämlich mit dem Christoph da einen sehr interessanten Austausch dann dazu. Also es ist so, dass AWO selber die Schuhe nur für mittlere oder leichte bis mittlere Trails empfiehlt. Schwere Trails, also wirklich durch dicke Matschpfützen und so weiter, geben die bisher für die Sandale noch gar nicht so die Empfehlung raus. Mhm. Zum einen, weil sie sich nicht so hundertprozentig sicher sind, ob das so funktioniert, weil das eben ein komplett neues System ja ist. Mhm. Zum Zweiten eben, weil ich habe, wenn ich Christoph jetzt richtig in Erinnerung habe, hat er die gleiche Erfahrung gemacht wie ich. Und zwar war ich in der Ostsee und vom Wasserdruck, also wenn ich den Fuß angehoben habe und habe dann das Bein oder den Fuß durch das Wasser bewegt, dann wurde durch den Wasserdruck die Sandale im Vorfußbereich verdreht. Und ähnliche Bewegungen im Vorfußbereich würde diese Sandale dann ja auch bei schwerem Matsch wahrscheinlich machen. Deswegen fragte ich jetzt gerade, hattest du da irgendwas in der Richtung? Ja, aber nicht mehr als bei anderen Sandalen auch. Ich denke, das ist generell bei Zehentrennern mit flexibler Sohle ähnlich beziehungsweise gleich, weil du hast ja einfach keinen Querriemen über den Vorfuß, der das ganze System auch unterm Vorfuß richtig fixiert. Du hast ja nur den Zehentrennersteg und der nächste Haltepunkt ist ja Richtung Knöchel, ja. Ne, an den Seiten, also innen und außen. Und das hast du ja bei vielen Zehentrennersandalen. So, und wenn natürlich dann die Sohle flexibel ist, dann hast du natürlich eine Verschwimmung, sag ich mal, im Vorfußbereich. Aber das sind tatsächlich die ersten Sandalen, die trotz meiner Sichelfußproblematik sich nicht verdrehen. Und das ist natürlich super. Ja, echt super. Und das tatsächlich nicht nur im normalen Gebrauch, sondern auch tatsächlich im Matschwassergebrauch. Okay. Also da war ich wirklich sehr von begeistert. Also ich habe ja diese was ich gerade beschrieben habe, dass der im Vorfuß da so ein bisschen dann sich verschwimmt, sage ich jetzt mal, vom Fuß. Interessanterweise habe ich das ja bei den AWOs jetzt das erste Mal so erlebt. Das mag aber daran liegen, dass ich zum Beispiel meine Schammers beim Laufen etwas anders trage. Also ich mache dann ja den Riemen weiter Richtung Zehen und nutze dann ja den Powerstrap oben. Nochmal. Dadurch ist die Sandale auch im Vorfußbereich relativ, ich nenne es jetzt mal steif, und bewegt sich nicht großartig. Bei den AWO konnte ich das jetzt natürlich aufgrund dieses gleichmäßig spannenden Systems so separiert nicht spannen für den Vorfuß. Und dadurch hatte ich dann oben verspannt und unten leichte Bewegung drin. Okay. Das war das Problem. Also ich hätte es nicht fester spannen können, weil dann hätte ich mir oben angefangen, vielleicht das Blut abzuschnüren oder so. Oder es wäre auf jeden Fall unangenehm geworden, sagen wir mal so. Aber ich kriegte es vorne im Vorfußbereich nicht so fixiert. Aber wie gesagt, wir sprechen da über den Bereich, ich habe ungefähr bis Mitte Schienbein in der Ostsee gestanden und bin dann kreuz und quer durch die Ostsee marschiert. Das wäre schon so in der Simulation schwerster Matsch beim Trail. Und da habe ich dann gesagt, okay, bei ganz schwerem Matsch dann vielleicht gerade nicht mein Mittel der Wahl. Ich bin aber auch noch mal mit den Schuhen laufen gewesen in einem moderaten Gelände. Leider viel Straße, relativ wenig Wald, aber eben komplett trocken. Ich war total zufrieden mit dem Ergebnis beim Laufen. Kam da sehr gut mit klar.
einziger Wermutstropfen. Ich habe mir eine Blase gelaufen mit den Sandalen. Wie hast du das denn geschafft? Ja, das ist etwas und das deswegen möchte ich da auch offen mit umgehen, weil der Christoph da auch direkt mir sehr gute Tipps gegeben hat. Und zwar musste ich, beim Gehen hatte ich das bisher noch nicht und beim Laufen hatte ich dann ein bisschen fester gedreht und dadurch habe ich dann tatsächlich das wohl so verspannt, dass ich dieses Vorfußsegel hat dann gerieben und zwar im unterm Gewölbe, unter meinem Innengewölbe vom Fuß. Okay. Da hatte ich dann tatsächlich eine reibende Stelle und das war total einfach zu beheben. Tatsächlich, weil es war einfach nur eine kleine Kante und dieses Segel ist leicht beweglich. Und dann musste ich dieses Segel eigentlich nur nach dem etwas heftigeren Verspannen fürs Laufen wieder gerade ziehen. Um ein, zwei Millimeter gerade ziehen, ja, und war richtig. Der Drops gelutscht. Ja, das habe ich von Anfang an gemacht, weil die Problematik hatte ich auch. Je fester du das drehst, desto eher bildet sich eine kleine Falte. Ja. Nee, ich hatte gar keine Falte, sondern am Ende die Nähte. Ja. So, und die Naht, die wurde dann halt dadurch das unters Gewölbe gezogen und hat angefangen zu reiben. Und in dem Moment, wo ich dann 2-3 Millimeter wieder zurückgeschoben habe, das Ganze war das auch wieder erledigt. Mm. Aber ich habe einfach nicht dran gedacht. Also deswegen Hinweis für euch da draußen, wenn ihr die zum Laufen nehmt und macht sie etwas fester, dann kontrolliert den Sitz von diesem Vorfußsegel, damit ihr das Problem, was ich hatte, nicht auch habt. Mm. Richtig. Christoph hat mich aber auch darauf hingewiesen, sollte das Problem dann noch auftauchen, gibt's auch noch eine ganz einfache Variante mit einem Hammer und einem Brett, kann man diese Nähte noch ein bisschen weicher klopfen. Die sind teilweise produktionsbedingt wohl ein bisschen härter und wenn sie dann stören, kann man die aber ganz einfach Sandale aufs Brett und dann draufhämmern, weich klopfen. Wichtig nur, bitte nicht auf den Drehverschluss hauen. Sonst kriege ich nur auf die Nähte. Aber das soll sehr gut funktionieren. Also wirklich ein sehr guter, einfacher Tipp und einfacher Trick, um die Dinger wirklich hochgradig gängig zu machen. Ja, also ich habe auch festgestellt, es steht und fällt auch natürlich mit der Einstellung des Fersenriems. Ja. Das war bei mir erst am Anfang ein bisschen tricky. Ich musste mir da echt Zeit nehmen und Geduld haben. Und Geduld, wisst ihr ja bereits aus anderen Folgen, ist nicht gerade meine Stärke. Aber das lohnt sich, ne? Also die kam halt an und ich dachte, hast du mir nicht zuletzt vorgeworfen, ich sei ungeduldig? Nein, du bist der Mensch, der nicht basteln kann. Das auch. Das liegt aber daran, dass ich nicht geduldig genug bin zum langen Rumbasteln. Ja, okay. Also wir tun uns nicht viel, ja? Ja. Nein, der Fersenriemen, also wenn der es einmal richtig sitzt, ich bin Freund von dem Material des Fersenriemens. Mhm. Als ich die ausgepackt hatte aus dem Karton und in der Hand hatte, dachte ich erst, aua, aua, ha, mal gucken. Ne, angezogen und ich hatte hinten ordentlich Überstand und dachte, okay, das musst du erstmal justieren, weil ich hatte das Problem ja bei den Schammersandalen gehabt, dass ich halt am Fersenende zu viel Material überstehen hatte von der Sohle und dass ich daher auch die Schuhe ein bisschen verdrehten beim Laufen. Und da habe ich mir jetzt richtig Zeit genommen, habe das ordentlich eingestellt und auch beim Gehen dann eingestellt, auch beim Laufen nochmal verstellt, bis ich wirklich so das Optimale herausgefunden hatte. Na ja gut, mein Problem ist natürlich auch, ich habe sehr stark unterschiedliche Fußlängen, muss ich dazu sagen. Das ist echt schwierig, da jetzt so das gute Mittelmaß hinzukriegen bei mir, bei der Größenauswahl. Und deswegen braucht man auch gute Verstellmöglichkeiten. Die konnte ich jetzt hier für mich individuell nutzen tatsächlich. Und ich bin wirklich absolut zufrieden. Und ich muss dazu sagen, das ist ein richtig geiler Allrounder. Also ich hatte die auch bei einer Sommerparty an, zum schwarzen Kleid. Top, also wirklich top. Erstmal sind die bequem. Ich habe mit denen die Nacht durchgetanzt. Okay, wo es schon alle komisch geguckt haben, hey, bist du nicht eigentlich barfuß unterwegs? Ich sage, ja, ich teste gerade, ne? Verzeiht mir das. aber super. Also wo ich schon andere Schuhe längst in der Ecke gepfeffert hätte beim Tanzen, habe ich die einfach gar nicht mehr am Fuß gespürt. Also super Sache. Also nicht nur für Alltagssport, auch partytauglich. Können sich sehen lassen. Absolut, ja, absolut. Also wirklich auch sehr schick. Und Unterschied zwischen Ultimate und X-Trail ist ja von oben eigentlich gar nicht großartig erkennbar. Also es gilt wirklich für beide Modelle. Der größte Unterschied ist ja tatsächlich von unten. Der Ultimate hat ja eine andere Sohle, eigentlich eher so eine typische, ich sage jetzt mal Asphaltsohle, so eine Urbansohle, also mit relativ wenig Profil. Profil.
im Vergleich zu X-Trail. Hattest du denn beim Trail dann trotzdem irgendwie Probleme? Nö. Trotz des wenigen? Nee, hatte trotzdem genug Grip, ja? Nee, richtig. Also ich habe ja zurzeit auch noch andere Trailrunning-Schuhe im Test und die waren auf Asphalt in Pfütze rutschig von der Gummierung. Okay. Und da konnten zum Beispiel die AWO gegenglänzen. Können wir ja direkt mal kurz drüber reden. Wir hatten ja eigentlich für heute für euch angekündigt, dass wir Trailrunning-Schuhe machen, aber wir mussten das Update für die AWOs noch loswerden, weil da jetzt sicher noch ein bisschen was ergeben hatte. Die Trailrunning-Schuhe sind nicht aufgehoben, sondern nur aufgeschoben. Hört ihr in der nächsten Folge. Für euch mit dabei die Freed Pace, die Bellop, wie heißt er noch? Serengeti, genau. Ja, genau. Bellop Serengeti. Und welche hast du jetzt von Xero? Die Xero Aqua Trail. Die Xero Aqua Trail. Irgendwie so, irgendwas mit Aqua. Aber ja. kann ich schon mal verraten, geil. Klar, ein kleines Manko, ne? Aber ansonsten geil. Ja, also auf jeden Fall werden wir uns über diese drei Trail-Schuhe schon mal noch unterhalten und dann habt ihr da schon mal ein bisschen was. Es kommt dann noch mal später eine Folge, wo auch noch mal ein Trail-Schuh ist. Das Problem ist, der ist aktuell noch nicht lieferbar. Auch da kann ich schon mal verraten, das liegt natürlich daran, dass ich ja für Freed arbeite, wer es nicht mitbekommen hat, seit einiger Zeit schon. Und Freed kriegt einen neuen Trail-Schuh, der ist ab Anfang September erhältlich. Und den werden wir natürlich auch auf Herz und Nieren testen und euch dann auch nochmal dazu berichten. Aber gut, wie gesagt, jetzt heute nochmal AWO und beim nächsten Mal hört ihr dann die Trailrunning-Schuhe. Also schon mal super, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass diese Ultimate-Sandale hatte ich jetzt tatsächlich eher im Casual-Bereich ja verortet, gar nicht so im Sportbereich und wenn dann vielleicht so im Sportbereich auf der Straße mit dem so, aber dass es trotzdem im Gelände funktioniert, ist ja wirklich gut. Also ich war echt fasziniert. Ja gut, ich mache das ja eh. Also ne, wenn da Casual draufsteht, dann trage ich die halt nicht nur im Alltag, sondern machen die werden so oder so. Kaputt. Ja, immer. Ich habe halt nur mal einen Hund. Was soll ich machen? So. Und wenn der Hund sagt, so, wir biegen hier ab in den Wald, ja, dann ist egal, was ich für Schuhe anhab. Dann folge ich natürlich brav, ne? Als braves Frauchen am anderen Ende der Leine macht man das. Ja also müssen die Schuhe das halt auch mitmachen bei mir. Und da habe ich wirklich selten Schuhe, die das tatsächlich auch aushalten. Und da kann ich ruhigen Gewissens sagen, die AWO Ultimate, die halten es aus. Und ich hatte auch so ein bisschen Bedenken, wenn ich jetzt hier durch Sand, Matsch und Co. gehe, ne, was macht das mit dem System? Also wirklich mit dem Drehverschluss. Ich bin da auch faul. Ich hatte mir vorgenommen, die unter Klarwasser abzuspülen. Aber ich dachte mir auch, naja, die hohe Pfütze müsste es eigentlich auch tun. Also entgegen der Empfehlung, aber ohne Probleme. Ne? Ja. Gut, ist jetzt kein Langzeittest. Also, stimmt. Ne? Ich bin jetzt nicht täglich Trailrunning unterwegs und auch nicht täglich habe ich hier große Pfützen. Wir haben Sommer, sind wir mal ganz ehrlich. Ja. Aber bisher machen die das mit. Also was soll da passieren? Genau, wer aber an einer Langlebigkeit des Systems durchaus Interesse hat, für den ist der Hinweis vielleicht durchaus wichtig. Also auch wenn man viel durch Matschpfützen läuft, dafür ist das System noch nicht Langzeit erprobt. Da sollte man ein bisschen vorsichtig sein, gegebenenfalls dann die Schuhe hinterher wirklich einmal ausspülen, damit sich da nichts festsetzt und das System drehbar und geschmeidig wird. Ja. Viel mehr muss man übrigens ansonsten für das Drehsystem nicht machen. Also nicht, die haben sonst überhaupt keinen Pflegebedarf. Also nicht ölen, bitte. Nein, wartungsfrei, sagt man. Wartungsfrei, ja, genau. Keine Inspektion nötig. Genau. Nee, ist tatsächlich so. Also, ja gut, ich habe mir natürlich Gedanken gemacht, wie langlebig ist der Zehensteg? Da hatten wir beide uns ja auch schon drüber ausgetauscht. Ja. Weil das Material doch sehr fluffig ist, kann man fluffig sagen. Ja. Ja, aber ich glaube, es ist ein Deckmaterial. Ich glaube, da ist irgendwie was drunter, das auf jeden Fall mehr Halt bietet. Aber ja, trotz alledem, genau, das war so ein Punkt. Und halt die Tatsache, dass, so wie es ausschaut, da so ein Austausch von Teilen relativ schwierig ist. Ja, klar, also, wegen dem System halt auch. Ne? Das System, genau, ne, weil die Bänder sind ja in verschweißten Schlaufen eingesetzt. Und wenn man nicht gerade jetzt zu Hause da irgendeine Pressschweiß, keine Ahnung was, eine Schlaufenschweißmaschine, keine Ahnung, womit ich das mache, irgendwie
Ja, dann ist halt, ne, ist das Band hin, ist die Sandale hin, ist der Zehensteg hin. Ja, unten ist eine Schraube. Man könnte die Schraube lösen und dann kann man das von dieser Seite zwar irgendwie austauschen, aber wie kriegt man das dann in das System integriert? Keine Ahnung, ob es da Reparaturmöglichkeiten gibt. Vielleicht bietet AWO das ja mal irgendwann an und hat da irgendwas im Petto. Das würde sich dann wahrscheinlich bei denen im Social Media Content auch gerne wiederfinden. Wenn es überhaupt nötig ist, ne? Das wissen wir. Wenn es überhaupt nötig ist, ja, klar. Ja. Ne? Wenn es nötig ist und möglich ist, natürlich. Aber gut, wenn es nötig wäre, dann denke ich mal, kann man da nochmal drüber reden. Aber ansonsten kann ich auch sagen, das Material ist wirklich sehr, sehr pflegeleicht. Ja. Ne? Also ein feuchter Schwamm, der tut's, dass du halt das Vorfußsegel abwäscht. Ne, die Sohle, die ist super simpel, einmal Wasserhahn, das war's. Ja. Ne, also wirklich, wirklich toll. Es sind halt super Materialien, die da verbaut sind. Ne, alles auch im veganen Bereich. Also top. Also ich kann echt nicht meckern. Und ich war auch wirklich angetan von diesem Obermaterial der Decksohle. Du steigst da drauf. Ja. Also du meinst jetzt von der wo der Fuß drauf steht, diese Mikrofaser. Sohle, Mikrofaser. Weil ich habe nämlich öfters auch schon Kunden gehabt, die sagen, ey, was machst du mit deinen Sandalen, wenn die anfangen nach Käse zu riechen? Ja. Ja, guter Rat ist da teuer. Du kannst ja da nicht gut weiß hier rumschrubben. Ne? Viele machen da was mit Natron, sowohl am Schuh als auch am Fuß. Andere schwärmen von Zimt und Zitrone und keine Ahnung, Essig, Öl, Salat. Ich weiß es nicht. ich habe tatsächlich auch zwischendurch bei meinen selbstgebastelten das Problem gehabt. Also Fuß auf Gummi ist echt übel. Ja, und kann ich auch nachvollziehen und bestätigen. Das ist bei den AWO aber auch nicht. Also ich sag Sommerparty, Sommerfest mit durchgetanzt, ne? Ja. Also das ist, da weiß ich auch noch nicht, woran es liegt. Also bei den Schammers habe ich es auch nicht. Aber wir hatten ja mal die erste Schammer-Folge, die wir hatten, wir den Vergleich zu meinen Jack Wolfskin-Sandalen. Mhm. Oh, alter Falter, wenn ich mal überlege, wie die teilweise gerochen haben. Xero Jesse, die riechen bei mir auch. Echt? Okay, ja gut, vielleicht die trage ich ja eher selten und meistens auch nur so. Oder meine heißgeliebten Trail-Sandalen von Vivo Barefoot, die riechen auch. Echt? Okay. Ne? Und die AWO, die riechen nicht. Ja, ich habe auch tatsächlich das Gefühl, dass diese Mikrofaser, so dünn sie ist, sie ist ja nun mal leicht perforiert. Also da hat man merkt richtig, dass das leicht ist unterm Fuß, dass das leicht lüftet unterm Fuß und ja, auf jeden Fall super. Und wie gesagt, wir hatten ja beim letzten Mal das schon nachträglich musste ich es ja reinschneiden, weil ich hatte mich vertan. Der Innenstoff von diesem Segel ist ja gar kein Neopren. Das ist ja zwar auch aus dem Bademodenbereich dieser Innenstoff, aber das erklärt ja auch, warum der A sich luftig anfühlt und B dann natürlich auch Feuchtigkeit relativ schnell wieder von sich gibt, also schnell trocknend ist, weil aus dem gleichen Stoff werden Badeanzüge und Badehosen gebaut. Also das ist, wie spricht man das aus? Lycra? Lycra? Ja, Lycra vermute ich. Lycra, ne? Mit Y. Lycra, mit Y. Ja, man Lycra, kennt es tatsächlich von Bikinihosen und Co. für den Schwimmbereich. Genau. Ja, tatsächlich. Ja, super Material. Und klasse dort im Einsatz, oder? Ja, genau. Also wer die AWO-Sandale noch nicht am Fuß hatte und wissen möchte, wie sie sich anfühlt, der schmeißt sich jetzt eine Badebuchse einfach mal auf den Fuß. So. Ja, Alex mit seinen Tipps. So, wir hätten ganz gern Fotos dazu. Nein! Hey, Fuß aber in Badehose, in der eigenen, wo sonst keiner drinne steckt, ist absolut legitim. Ja gut, aber bitte ab dem Knie abwärts fotografieren oder so. Nicht, dass wie in deiner Barfußwandergruppe, wo dann auf einmal mehr auf dem Bild zu sehen ist, als man sehen will. Ne? So. Ja, nein, alles gut. Ja. Na gut, von meiner Seite habe ich, glaube ich, alles nochmal über die AWO gesagt. Also wie gesagt, ich konnte sie laufen. Ich fand sie extrem angenehm beim Laufen. Ich würde sie, solange es trocken ist, auf jeden Fall laufen, auch im Trail. Ich würde sie bei leichtem Matsch oder auch bei schwerem Matsch wahrscheinlich eher dann doch wieder gegen die Schammers ersetzen, einfach um sie
um länger was von den Dingern zu haben, weil ich sie einfach so gut finde, ich möchte sie mir nicht kaputt machen. Also da würde ich dann wegen des Drehverschlusses da die ein bisschen schonen, aber ansonsten würde ich die wirklich auch zu allem nehmen und zu allem empfehlen. Ja. Nein, die können sich einfach unterm Strich sehen lassen, ne? Also ja. Ich sepp hier gerade durch den Online-Shop, das ist ja nun mal der X-Tray und der Ultimate. Also die sehen sich wirklich sehr ähnlich, ne? Aber einsatzfreudig tatsächlich beide in allen Bereichen. Ne? Also ich wäre auch nicht scheu, die einfach auch mal im Büro im Bereich schick zu tragen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil die einfach unauffällig sind, ne? Und decken halt mehr Fußrücken ab als andere Sandalen. Von daher kann man sich da echt super rantrauen, muss ich schon sagen. Ja, dann war es das erstmal heute. Mit dem kurzen Update zur AWO-Sandale. Jawohl. Und wir hören uns in 14 Tagen wieder, weil, auch das können wir heute hier so sagen, wöchentlichen Content werden wir so schnell nicht wieder schaffen. Wir bleiben jetzt mindestens bis zum Jahresende erstmal wieder bei allen 14 Tage, die ihr uns wieder hört. Also das nächste Mal hört ihr uns wieder am 15. September mit Schuhe für den Trail. Bis dahin verabschieden wir uns vom Team vom Barfuß im Podcast mit freundlichen Füßen. Adios. Macht's gut, ciao. Wir hoffen, auch die heutige Folge hat euch gefallen. Und wenn ihr keine der kommenden Folgen verpassen wollt, dann abonniert uns doch bitte. Ihr könnt uns auf diese Art und Weise natürlich auch unterstützen. Ihr könnt uns auch unterstützen, indem ihr uns bewertet und uns auf unseren Social-Media-Kanälen folgt. Jetzt kommt noch ein bisschen Eigenwerbung. Wenn ihr Bedarf habt und jemand im Bereich Fußtraining braucht und kommt aus dem Großraum Bielefeld und Gütersloh, könnt ihr unter www.körper-dynamik.de mich finden. Meine Angebote: Fußtraining, Personal Training, Ernährungsberatung und fit am Arbeitsplatz. Meldet euch gerne, ich würde mich darüber freuen. Und mich findet ihr persönlich im Großraum Dortmund oder halt im Ruhrgebiet eigentlich. Im Internet natürlich, bei Facebook, bei Instagram und unter www.barfußimpod.de. Dort findet ihr alle Informationen zu meinen aktuellen Angeboten, wie ihr mit mir Kontakt aufnehmen könnt und wie ihr bei mir etwas buchen könnt natürlich. Alle Links findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Klickt euch da durch und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin, wir hören uns bei Barfuß im Pott und jetzt hört ihr wie immer noch unseren Titelsong von der lieben Carla, Barfuß mit freundlichen Füßen. Wir hören uns. Macht's gut. Ciao. Auf dich zu und werfe all meine Hürden ab. Und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe all meine Hürden ab. Du fragst, wo drückt der Schuh? Sag heute nirgendwo, denn ich lauf barfuß, barfuß. Gras unter meinen Füßen, das Gras auf meiner Haut. Ich lauf den Berg, ich lauf ihn hoch, hinauf. Die Schuhe aus, ich hab die Zeile weggebrochen. Fühl mich frei, ich fühl mich gut, fühl mich neu geboren. Ich atme ein, ich atme aus, bin frei, ich schrei, ich lauf, hör hinauf. Lass alles raus, ich fühl mich gut, nichts kneift mir, alles passt. Stift, ich spür jede Pore meiner Haut, ich lauf den Berg. Ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab. Und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab. Du fragst, wo drückt der Schuh? Sag heute nirgendwo, denn ich lauf barfuß, barfuß. Kann's immer schwer loszulassen. Und wirklich, ich hab echt lange gebraucht. Ich will mich ihm eher verpassen. Meine Abdruckstellen, guck, wie schnell sie doch verblassen. Und wir zwei, wir sind Honigkuchenpferde, die um die Wette lachen. Ich seh dein Lächeln bis hierher. Ich bin hier, ich bin mehr. Ich fühl mich gut, jetzt kneift mir alles
jede Pore meiner Haut. Ich lauf den Berg hinab und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab. Und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab. Du fragst, wo drückt der Schuss? Ach, heute nirgendwo, denn ich lauf barfuß.